Herzlich willkommen zurück. Das hier wieder mit am Start seid zur weiteren Ausgabe. Der Gothic 1 Definitive geht es. Ja, ich fange mal von vorne an. Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zur weiteren Ausgabe der Gothic 1 Definitive Edition. Alpha 2.0.2. Wir quatschen mal hier mit Lester. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Der Schläfer möge dich behüten. So, Kapitel 2, das letzte Minecrawler. Ja, in der fertigen Version wird das Kapitelbild dann angezeigt werden. So viel kann ich hier schon mal verraten. Es war jetzt auch gerade irgendwie eine witzige Situation. Erzähl mir was über das Lager. Was möchtest du wissen? Es ja besser wissen. Und dann so Hero Access Top Lurk. Genauso wie meine gerade. Jetzt wusste ich überhaupt nicht, was ich sagen wollte. Genau, ich gehe jetzt zu Darion. Und werde jetzt erstmal gucken, ob er irgendwelchen neuen Stuff zum Handeln hat. Vielleicht soll ich das auch mal bei Kadar nachfragen. Ob jetzt durch den Kapitelwechsel ein besserer Handel möglich ist. Oh. Es wäre einfach, seine Spruchrolle zu stehlen. Scheiße. Oh, Kurva! Ich hab nicht gespeichert. Mann. Mann! Ja, es tut mir leid, Leute. Das war keine große Sache. Warum habe ich denn vorher nicht gespeichert, ey, ich Idiot? Ich bin so dumm. Ich überspringe das jetzt schnell, sorry, Leute. So, ja, wir reden mit Iberion. Der Schläfer möchte ich behüten, genau. Und wir gehen jetzt aber erst einmal zu Kadar und. Du hast gewonnen, Aferon. Schon gut. Weg mit der Waffe, weg damit! So Geisteskranker durch Sumpflager rennen. Mit gezogener Waffe. Das scheint ja zu funktionieren. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das war da schon vorher klar. Hatte Kadar auch schon vorher diese dicke Keule am Gürtel? Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ja, ich glaube, er hat neue Sachen, oder? Er hat jetzt einen Zauberstab. Warte mal, wenn er jetzt einen Zauberstab hat, dann könnte Darion jetzt vielleicht auch Zweihandwaffen haben. Das wäre jetzt meine große Hoffnung. Ich sollte jetzt bald wirklich mal die Abstimmung starten, ob ich jetzt Magier oder Gardist werden sollte. Warte mal. Wird Zeit. Hey, you. Kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Es wundert mich. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Er hat auf jeden Fall schon mal neues Erz, das ist sehr gut. War doch klar, dass das Ärger gibt. Ja, er hat auch hier bessere Waffen jetzt, sehr geil. Und er hat jetzt auch einen Kampfstab. Ist das wirklich wahr? Kaufe ich den jetzt? Hier erfährt keiner was. Eigentlich muss ich, ne? Zweihand hat gewonnen, ne? Ich muss den eigentlich kaufen. Alles glauben, was man hört. Ich kaufe den jetzt erstmal. Das ist eine andere Möglichkeit habe ich jetzt erstmal gar nicht. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder. Und das ganze Erz nehme ich mal auch mit. Kann ich ja auf jeden Fall jetzt eigentlich er musste es ja besser wissen. Die Dinger verkaufen. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. So. Das war doch schon vorher klar. Okay, komm. Drei Erz. Scheiße. Wenn du meinst. Halt, stopp. Nein, jetzt hab ich's abgebrochen. Ich bin doch zu. Ich will mit dir handeln. Gut. Oh Mann. Ich wollte mal gucken. Genau, schwarzer Weiser hat er nochmal kurz. Ich nehme nur einen schwarzen Weisen mit. Weil, ich erkläre euch auch warum, es liegt ganz einfach daran, weil ich gucken will, ob der mir noch zusätzliche Erfahrungspunkte oder so ein Stuff bringt, wisst ihr? Oder Mana-Bonus oder sowas. Gut, das passt. Das ist doch alles nur gerecht. So. Oh nein, das Spiel ist abgestürzt. Hört ihr diese Soundbugs? Okay.
Machen wir kurz Pause. So, da haben wir jetzt den Stab. Und ab sofort ist mein Ziel, wie gesagt, nur noch mit Zweihandwaffen zu kämpfen. Es sei denn, ich komme an irgendeine Stelle, wo ich mit dem Zweihänder einfach in dem Moment nicht weiterkomme. Dann versuche ich das mit Magie zu kämpfen. Wenn es immer noch nicht klappen sollte, dann muss ich wohl mal auf Einhand gehen, aber ich versuche es zu vermeiden. Mit dem zweiten Kapitel beginnt jetzt quasi auch die Auswirkung der Abstimmung, dass wir Hauptwaffentyp technisch auf Zweihänder gehen. Na, und ein Stabkampf ist eine Zweihandwaffe, muss man ganz klar so sagen, und dementsprechend sehe ich mich da jetzt auch in der Pflicht, die demokratische Entscheidung, die auf diesem Kanal getroffen wurde, zu respektieren. So. Ich finde, und so unpassend zur Schatten... Ich dachte gerade, was ist jetzt denn los? Ich finde, so unpassend zur Schattenkluft finde ich das gar nicht tatsächlich, muss ich sagen. Weil man könnte die Schattenkluft auch so ein bisschen als... Ja, schon so ein bisschen als Novizenrüstung sehen. Also nicht als Robe, sondern als Novizenrüstung, finde ich. So kampfmönchmäßig finde ich das schon okay. So mit Leder ist das schon okay, finde ich. Von daher passt eigentlich schon gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt noch bei Kadar theoretisch den Magierstab. Den finde ich auch sehr spannend. Würde ich mir eigentlich auch ganz gerne angucken. Aber das mache ich vielleicht ein bisschen eher davon abhängig, wie die Gildenentscheidung dann aussieht. Also wenn die Gildenentscheidung dann so aussieht, dass wir Magier werden sollten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf den, auf den Zauberstab gehen, natürlich sehr hoch. Ist ja auch eine Neuerung hier in der Definitive Edition, die ich noch nicht kenne. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Danke. Gehen wir mal in das kalte, dunkle Gemäuer des Schläfers. Wo hier drin muss eine fette Sumpfkrautparty stattgefunden haben, so nämlich wie es ist. Und wo war ich? Schande. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Der Stab von Iberion ist auch cool. Also ich meine jetzt seine Waffe. Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Wer ist denn der Synchronsprecher? Ich kann mich jetzt gerade nicht entsinnen, dass der in anderen Piranha-Bytes-Spielen irgendwie schon mal mitgesprochen hätte. Also vor allem so bei neueren Spielen. Also Elex und Risen 3 und so. Könnt ihr ja mal gerne recherchieren. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Dann na Chef. Los, lass mich vorbei. Ja, okay. Ich hätte gern seinen Kampfstab da. Der ist echt cool. Ich habe jetzt nur noch einen Dietrich, ne? Mal gucken, ob ich es schaffe, diese Kisten zu knacken. Abgebrochen. Keine Dietriche mehr. Shit. Sherry McTiddy. Nice. Oh.
Dieses Amulett ist ein Erkennungszeichen des Lager im Sumpf. Interessant. Sollten wir definitiv behalten. Könnte interessant sein. Brauche ich vielleicht nochmal für eine Nebenquest oder sowas. Da ist ein Buchständer, da ist noch eine Kiste. Oh, was ist hier denn? Ein Runenschmelzer. Geil. Man kann theoretisch Runen selber bauen. Also Runenrohlinge wahrscheinlich selber bauen. Auch cool. Werden wir vielleicht nutzen, wenn wir Magier werden. Solange sie nicht abbrechen, ist alles cool. Okay, Wein, Traumruf, Feuerschutzring und Pyrokinese. Magischan. Aufrechterhalten, das war mal ja gut. Kann ich halt nicht lange nutzen, weil ich aktuell noch nicht so viel Mana habe. Foliant, was steht hier denn? Ah, das ist eine Karte. Karte des Lagers, sehr cool. Ja. Ist schon geil. Also, auf der Karte sieht man halt auch erstmal, wie groß das Tempelinnere eigentlich ist, ne? Also, okay, wenn man jetzt mal von den Treppen aus mitrechnet, Treppenpodest und Innere des Tempels ist alleine schon mit, okay, jetzt noch mit dem Tempelvorplatz dazu, das ist alleine die Hälfte des Sumpflagers, nimmt das schon vom Platz her ein. Das ist schon krass, ungefähr. Also, wenn ihr jetzt den Tempelvorplatz, Treppen und Gewölbe nehmen würdet und ihr würdet das verschieben so aufs Lager drauf, dann wäre das schon alleine die Hälfte des ganzen Lagers. Also macht für sich alleine schon gesehen ein Drittel des Ganzen aus. Ist schon heftig. Chani, ey. Du verrätst mich doch nicht, oder? Liebe Chätzelein, ich hab einen dicken Prügel auf der Rücken. Du willst ja nicht, dass ich dir damit wehtue, oder? Abgebrochen. Scheiße. Das war jetzt Karma. Oh Mann. Nice. Okay. Hey du. Du stehst erstmal auf, okay? Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Ich weiß noch, wo ich dunkle Geheimnisse gespielt habe, da haben die Mädels immer gesagt, you're not allowed to talk to us. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Also quasi die englische Version davon, nur aus der anderen Sichtweise. So, na gut. Dann gehen wir mal auf Fokussuche. Ah, ich hätte gerne noch so viel mehr über diese alten Ruinen hier erfahren. So, wer hat hier früher gelebt? War das hier früher ein Lager der Orks oder so, bevor sie in die Berge hier abgehauen sind oder so? Das wäre so cool, das rauszufinden. Das wäre eigentlich echt eine nice Sache. Gibt es eigentlich noch mehr Händler hier? Achso, nee, das ist neues Lager. Ich suche Händler-Sumpflager. Ah, Fortuno. Bei Fortuno können wir nochmal vorbeigucken kurz, bevor wir losgehen. Kadar und Darion haben jetzt nun abgegrast. Abgegrast. Wortwitz. Wir sind im Sumpflager, da wird viel Gras geraucht. Egal. Ich weiß, Witze zu erklären macht es nicht besser. Im Gegenteil, es macht sogar schlechter. Aber manchmal ist es so, dass wenn man einen Witz erklärt, es meistens noch viel witziger ist, wenn man es witzig erklärt. Oh. Du solltest dir Zeit nehmen und meine Ware begutachten. Ich habe gerade einen ganz besonderen Trank auf Lager. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Nur Angehörige des Lagers und Neulinge erhalten eine unserer Tagesrationen. Schade. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Wait. Mana Bonus 100? Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Wait a minute. Hier kann was nicht stimmen. Hier stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Also, ich will handeln. Was will. Ist es jetzt das, was ich denke, dass es ist? Nee, hier steht auch Mana-Bonus. Okay, ich dachte kurz. Das wäre so ein Permatrank, der mir einfach 100 Mana gibt. Aber das
wäre definitiv ein Fehler gewesen. Das hätte so hundertprozentig nicht sein dürfen. Ja, und ich weiß jetzt tatsächlich nicht mal, wie ich einen Stab halte. Ich bin aktuell ungeübt im Zweihandkampf. Also mit meinem nächsten Level Up muss ich definitiv was in Zweihandkampf investieren. Ohne Wenn und Aber. Da müssen die Perks und alles andere jetzt erstmal warten, dass ich wenigstens die Kämpfe an ihr habe. Problem wird es nur dann, wenn ich keinen Zweihandlehrer finde. Also hier im Sumpflager kann ich drauf lange warten. Aber ich muss... Ey, wie cool ist das denn? Jetzt hat Melvin auch so einen Rock an. Geil. Danke für das Erz, du Held. Jetzt hat er auch so einen Rock an. Cooles Detail. Das war doch schon vorher klar. Nee, warte mal, Melvin? Nee, der hatte vorher auch keine Woodlows an. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Also, Ziel ist es jetzt, eine Stufe aufzusteigen. Bevor wir den Fokus dann im Sumpflager abgeben, gehe ich erstmal ins alte Lager, um rauszufinden, ob Sketty jetzt im Kapitel 2 auch Zweihänder trainiert oder Scorpio. Einer von beiden, ist mir völlig egal. Aber wenn ich jetzt Zweihandwaffen kaufen kann, im gesamten ersten Kapitel konnte ich ja außer Spitzhacke keine Zweihandwaffe besitzen. Das heißt, wenn jetzt mit Kapitel 2 Zweihandwaffen gekommen sind, gehe ich jetzt auch stark davon aus, dass es jetzt auch möglich ist, Zweihänder zu trainieren, wenn ich welche kaufen kann. Genau. Weil im neuen Lager bin ich mir ziemlich sicher, dass ich jetzt keinen Zweihandlehrer mehr finde. Weil Kurt wird definitiv keine Schatten unterrichten. Und wenn doch, dann hoffe ich für ihn, dass er nicht aufgeknüpft wird wegen Verrat. So. Gucken wir mal, ob wir jetzt ein paar Wölfe hier sehen. Also die Wölfe, da drüben, genau, da drüben war ja so ein kleines Camp. Ich habe mich in der letzten Folge hier schon ganz nett durchgemetzelt. Wir müssen nur aufpassen, dass, also erstmal gucke ich kurz. Schutz vor Waffen 5, Gesundheit 10. Schutz vor Magie brauche ich nicht. Dann nehme ich lieber Schutz vor Feuer, ist wahrscheinlich sinnvoller. So, habe ich denn hier noch ein paar Spruchrollen? Ich fühle mich jetzt schon wie ein Novize. Ich bin ein Novize. Ha, der ist jetzt gestorben. Faszinierenderweise. Ich probiere es jetzt mal. Was habe ich zu verlieren? Ach du meine Scheiße. Ach du Kacke, ist das Bär hier schon lange war. Ach du Yo! Okay, nice, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Tschüssi. Tschüssi, ihr süßen Hundis. Vielleicht kann ich sie über die Ecke baiten. Ja, konnte ich. Oh, Gott sei Dank. Okay, erstmal kurz heilen. Warte mal, wenn die da drin jetzt gefangen sind, wäre das natürlich ganz optimal. Da kann ich die ganze Spalte mit Feuerpfeilen abschießen, ne? Ne, denen vielleicht jetzt nicht. Perfekt. Perfekt, da ist das Level Up. Ist jetzt hier noch einer oder zwei drin? Ich glaube, es ist nur einer, ne? Den soll ich jetzt auch so schaffen. Nice. Ja, hat doch gut geklappt, würde ich sagen. Hier haben wir vielleicht noch ein Grabmoos. Jawohl, schön, das gibt einen Stärke-Point. Sehr gut, den gönne ich mir direkt. So, irgendwelche Mana... Oh, Trollkirsche. Bringt Geschick-Bonus, habe ich total übersehen. Sehr gut. Okay, nice. Dafür würden mir jetzt noch 9 Stärkepunkte fehlen. Okay, wir haben das Level Up jetzt. Im Normalfall, wenn ich jetzt nicht nach der Abstimmung gehen würde, würde ich jetzt statt
versuchen, Zweihand zu lernen, würde ich lieber auf Stärke gehen, um dieses Schwert tragen zu können, was jetzt einfach deutlich besser wäre und ich ja auch mit einer meisterlichen Animation tragen kann. Aber, wie gesagt, ich versuche mich an die Abstimmung zu halten und die besagt, dass wir auf Zweihand fokusmäßig gehen und nur Einhand sekundär verwenden. Wobei, nee, nicht mal das. Sekundär eigentlich sogar bloß Magie. Aber, ja. Also in Notfallsituationen, wo es einfach nicht anders geht, dann würde ich nochmal auf den Einhänder zurückgreifen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal passiert. Ich bin kein guter Kämpfer in Gothic, ja. Ich glaube, das weiß jeder, aber ich würde mich jetzt auch nicht als den Schlechtesten hinstellen. Komm, den einen Wolf hole ich mir noch, bevor ich kurz ins alte Lager gehe. You're so lonely. Low, 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 low. Nee. Aber irgendwie komme ich gerade nicht in den Flow rein. Ah ja. Ach, gut, dass ich jetzt mittlerweile so viel aushalte. Das macht's alles deutlich angenehmer. Ja, dann hoffe ich jetzt sehr, dass wir im alten Lager nicht nur einen Zweihandlehrer finden, sondern vielleicht auch bei den Händlern vielleicht sogar ein besseres Schwert. Also ein Zweihandschwert. Leisten kann ich es mir auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Angst haben müsste, dass mein Erz dann komplett weg ist. Also ich kann auch bestimmt einiges an Erz auch durch Tauschen aufwiegen. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Dementsprechend ja, bin ich mal gespannt. So, jetzt muss ich mal kurz einen Bug testen, ob der hier auch noch drin ist. Ich glaube, ihr wisst alles. Nein. Mist, wie war denn der nochmal? Wenn man hier auf diesem Rand springt, dann wird man manchmal in die Luft katapultiert. War das mit oder ohne Waffe? Ah, hier. Nice. Es geht nur, wenn man auf dieser Linie springt. Oh, scheiße. Scheiße, jetzt bin ich da. Gut, dass ich gespeichert habe. Ja. So ein unnützer Wissensfakt für euch hier an dieser Stelle, für die, die es noch nicht wussten. Aber ich glaube, die meisten von euch wussten das schon. So, dann verbrauche ich jetzt erstmal die ganzen Waldbeeren, um mich zu heilen. Wie viel Stärke habe ich jetzt? 31. Das heißt, vielleicht gibt es ja so eine Waffe wie einen leichten Zweihänder. Ja, oder, also meinetwegen auch einen rostigen Zweihänder, aber irgendeinen Zweihänder auf jeden Fall. Ja. Der Kampfstab ist jetzt erstmal eine Notlösung gewesen. Gut, wenn ich Pech habe und hier gibt es jetzt so eine Waffe und ich habe den Stab gekauft für 200 Erz, dann habe ich ihn jetzt vielleicht erstmal verschwendet, aber, achso, das Erz erstmal verschwendet, aber. Für Gomez! Für Gomez! Für Gomez! Naja, ich hab's gehört. Achso, nee, war da falsche Richtung. Ich wollte. Nein! Ich wollte zu. Für Gomez! Scatterino! Scatterino klingt wie so eine Limonade. Boah, Limonade, ey, ne? So eine Sache. Als ich Jugendlicher war. Wobei, bis 27 gilt man ja, glaube ich, als Jugendlicher, oder? Weiß ich nicht. Aber früher habe ich ziemlich viel Limonade getrunken. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Mist. Boah, erzähl mir jetzt bitte nicht, dass ich erst im dritten Kapitel, oder? Oh Gott, ich setze jetzt all meine Hoffnungen in Scorpio. Aber wenn Scorpio mir jetzt auch keinen Zweihand beibringen kann, sorry Leute, was soll ich machen? Dann bin ich machtlos, da sind mir die Hände gebunden. Das ist ärgerlich. Ich finde, das ist so eine Sache, die kann man hier in der Definitive Edition nochmal fixen. Oder, was heißt fixen, aber man kann es nochmal anders machen. Ich finde, man sollte Zweihandkampf bereits im ersten Kapitel möglich machen. Dass man es lernen kann. Das hätte ich dir vorher sagen können. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Der Stoff interessiert mich nicht, ich will nur dein Erz. Erz. So. Ach, und mit Kanta wollte ich auch nochmal quatschen.
Schutz vor Pfeilen, Alter. Wer braucht denn so einen Quatsch? Hier, nimm dir diese beiden Artefakte. Für Gomez. Nein! Oh, ich kann keine Münzen mehr mit ihm tauschen. Ah, nee, nimmt nur Gold. Nee, warte mal, der nimmt doch die Silbermünzen. Für Gomez. Ja, ja, für Gomez. Zeig mir deine Ware. Okay, der hat auf jeden Fall schon mal Erz. Das ist schon mal gut. Er hat keinen Zweihänder. Will ja nichts sagen, Leute. Aber das ist extrem belastend. Warte mal, in der Burg gibt es aber zum Glück noch Skip. Vielleicht muss ich mich an Skip wenden. Auf jeden Fall nehme ich dein Erz mit, du Halunke. So, eine Spitzhacke behalte ich. Okay, ja, dann mal. Ah, warte mal, hat Fox jetzt vielleicht was im zweiten Kapitel zu sagen? Warum bist du denn mies drauf? Ach, dass du verschwindest. Ach so, weil er mich war. Stimmt, hat mich ja gesehen, als ich hier bei Fisk in die Bude eingebrochen bin. So, na gut, dann setze ich jetzt meine Hoffnungen hin. Vor allem, beim, was Training angeht, in Scorpio. Und, in Skip. Ah, nein. Shit. In Extremo. Warte mal, kann ich vielleicht umgehen, wenn ich weit genug von dem Gaukler-Dude da weggehe? Das ist wirklich nicht mein Problem. Eigentlich, ja, ich bin großer Extremo-Fan, gehe auch bald aufs Konzert und so, wenn es jetzt nicht abgesagt wird, aber hier im Spiel, im Let's Play, ist es immer ungünstig, weil GEMA und so. Also die Videos werden halt immer gefleckt und das geht mir halt mega auf den Sack. Thor ist jetzt mit einem meiner Schwerter, was ich ihm verkauft habe. Der Typ hat Stil, Junge. Der Typ hat richtig Stil. So, bitte, bitte, Skip. Bitte, hab zwei ein Schwert. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Also er hat auf jeden Fall schon mal Erz, also... Nein, auch nur ein Kampfschwert! Mann! Was soll ich denn jetzt machen, ey? Na gut, okay, ich habe wenigstens den Stab, okay. Jetzt hoffe ich, dass wenigstens der Scorpio mich trainieren kann. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass der eigentlich nur Gardisten trainiert. Ich glaube, der trainiert keine Schatten. Wenn ich mich recht entsinne. So. Okay. Naja, wenigstens das Erz haben wir jetzt von ihm geholt. Aber wirklich, ey, das ist enorm bitter. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht nicht so eine Waffengattungsabstimmung durchgeführt. Ist natürlich echt ärgerlich. Bitte, bitte, Scorpio. Bitte, bitte, bitte. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Bitte trainiere mich im Zweihandkampf. Kann ich ihn auch nicht mehr verlassen. Das ist eben so. Nein! Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Ja, wäre das ganz anders gelaufen. Was ist das denn hier? Diego hat mir offiziell die Schattenluft überreicht, damit bin ich jetzt offiziell einer von Gomez Schatten. Okay. Santino, okay, der ist aber in der Mine. Alberto ist in der Mine. Glenn. Ach, da steht ja auch alte Mine, ich Idiot. Altes Lager. Uno kann mir schmieden, mein Diego Stärke. Sketti Einhand. Ich Idiot, das steht auch explizit dort, dass er nur Einhand macht. Händler, altes Lager. Boah, da gibt's aber einige, ey. Gut, Mortrag ist tot. Fisk haben wir abgeklappt. Bei Dexter waren wir. Huno kann ich nochmal gehen. Graham kann ich nochmal aufsuchen. Dexter und Fisk. Diego verkauft Rüstungen. Skip war ich schon. Ach ja, Bartolo. Zu dem kann ich auch nochmal kurz gehen. Vielleicht hat er auch noch ein bisschen Erz. Ja.
Hallo, Freund. Das ist so das Salutieren und so, das finde ich halt geil. Ich will mit dir handeln. Ich habe einiges da. Ja, aber es ist dein Erz, was mich interessiert, nicht mein Erz. Okay, jeder Händler hat pro neuem Kapitel 200 Erz. Das ist gut. Geht jetzt auch mal davon aus, dass es bei den Händlern im neuen Lager genauso der Fall ist. So, jetzt habe ich erstmal die ganzen Waffen endlich mal vertickt. Aber bei keinem konnte ich Dietriche bis jetzt kaufen, ne? Wer verkauft denn bitte schön Dietriche noch? Schwere Frage. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. So, nochmal 200 Erz. Jetzt könnte ich mir die Schattenrüstung schon kaufen. Das könnte ich jetzt schon machen. Sollte ich vielleicht auch gerade in Hinsicht auf die Tatsache, dass wir in der alten Mine dann unterwegs sind. Ich glaube, dann brauche ich schon die Schattenrüstung. Vor allem, weil ich jetzt mehr einstecken muss, weil ich noch nicht so gut bin mit dem Zweien, ne? Dann wäre die Schattenrüstung jetzt wahrscheinlich schon gar nicht so schlecht. Kann ich eine Rüstung haben, wie du sie trägst? Hast du das nötige Erz in der Tasche? Mach's gut. Manche lernen eben gar nicht dazu. Wenn du meinst. Okay, also so ein krasses Upgrade ist das jetzt aber auch nicht, muss man mal sagen. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Also das jetzt für 1500 Erz, also... Ich meine, ich habe ja allein dieses Amulett, was mir schon 5 vor Waffen gibt. Dann ist, wenn ich das Amulett nicht hätte, würde ich mit der Schattenluft genauso viel Waffenschaden einstecken können wie... Nee, das mache ich nicht. Ah, nee! Warte, ich habe, glaube ich, den hier gemacht, oder? Bruder, lass mich nicht hängen. Nein! Oh, okay. Alles klar, ich werde die Folge hier an der Stelle. Nächste Folge geht's dann mit Diego weiter. In der Schattenkluft. Bleibt gesund, haut rein, macht's gut und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.